Das ist unser Programm. Jetzt Ende Februar und Anfang März bei Vibi, bei Writing Bull, bei unseren Livestreams auf Twitch und bei den Videos auf YouTube. Bei den Streams beginnt alles am letzten Februar und ersten Märzwochenende. Samstag, den 29. Frostpunk, der letzte Herbst. Wir setzen unser Live-Let's Play fort und spielen die jüngste Erweiterung für Frostpunk. Frostige Aufbaustrategie. Wir spielen und erleben die Geschichte nach, wie einst die Welt von Eis und Schnee bedeckt wurde und versuchen, uns vor den heraufziehenden Schneestürmen dadurch zu schützen, dass wir schnellstmöglich einen Kohlegenerator fertigstellen, damit unsere Leute doch Zuflucht finden vor der bitteren Kälte. Knallharte moralische Entscheidungen gilt es zu treffen und knallhartes Ressourcenmanagement zu betreiben. Alle Livestreams wie gewohnt auf Twitch, auf meinem Twitch-TV-Kanal. Sonntag, langer Sonntag mit WB, wie jeden Sonntag ab 12 Uhr und starte wie immer mit Transport Fever 2 mit unserer sehr entspannten, sehr gemütlichen Transportsimulation, wo wir mit alten Dampflokomotiven gemütlich durch die Gegend tuckern. Um 16 Uhr dagegen wird es deutlich hektischer und aggressiver. Writing Bull überlässt das Mikrofon an Whipping Bull, an den peitschenden Bullen. Quadriga wird gezockt, das Rundenstrategiespiel in der Antike, wo wir mit knallenden Peitschen immer im Rund der Arenen versuchen, durch die bestmögliche Taktik andere Vierspänner und deren Kutscher abzuschütteln oder, falls das nicht möglich ist, ihnen eins einfach als überzubraten, denn auch durch nackte Gewalt kann man als Taktik durchaus zum Erfolg kommen. Um 20 Uhr geht es dann weiter mit Endzone. Wir spielen wieder die Beta. Vor ein paar Tagen war ich noch zu Gast bei dem Publisher Assemble in Wiesbaden. Jetzt wollen wir die Closed Beta weiterzocken. Apokalyptische Aufbaustrategie. Erneut. Diesmal nach einer weltweiten Atomkatastrophe, ausgelöst durch Ökoterroristen, die geglaubt haben, dass die Welt, Gaia, der Planet, dass die Erde besser zurechtkommt, wenn wir Menschen nicht mehr darauf leben. Ein paar haben trotzdem überlebt und wir führen diese kleine Kolonie aus dem Untergrund heraus auf die verwüstete Erdoberfläche, versuchen aus dem Nichts eine kleine blühende Kolonie aufzubauen, sind aber ständig unter massivem Druck durch neue Strahlenstürme, durch radioaktives Wasser, Dürren und andere Katastrophen. Am Sonntag ab 20 Uhr Preview der Closed Beta von Endzone auf Twitch. Am Dienstag heißt es dann wieder WB on Tour. Ich war nach Würselen, in der Nähe von Aachen liegt das, zu Egosoft. Das ist ein Entwicklerstudio, was seit vielen, vielen Jahrzehnten immer an derselben Reihe spielt und entwickelt, nämlich X1, X2, 3, 4, mittlerweile X4 Split Vendetta im Anmarsch. Die erste Großerweiterung für X4 Foundations zusammen mit Studiochef Bernd Lehan zeige ich euch so das Grundspiel als auch Split Vendetta und führe euch in die riesigen Welten und Weiten des Weltraums. Wir betreiben Handel mit unseren Schiffen, vielleicht betreiben wir auch ein wenig Piraterie oder sorgen als Weltraumpolizisten für Recht und Ordnung. Der ursprünglich für diesen Sonntag, für den 1. März angekündigte Preview-Stream mit der Early-Access-Version von Cubifactorium, auch einem Aufbau-, Simulations- und Aufbaustrategiespiel von einem einzelnen Solo-Entwickler, Mirko Seiter aus Bonn, der verschiebt sich, der ist genau einen Sonntag später, also Sonntag, den 8. März, dann ab 20 Uhr, vorher nächsten Samstag wieder mal Frostpunk. Noch ein kleiner Blick in die Zukunft. Panzer Corps 2 haben wir zuletzt bei vielen Previous Streams gehabt. Demnächst gibt es eine neue, aktualisierte Version, die der Release-Version schon sehr, sehr nahe kommt. Die werden wir gemeinsam bei einer ganzen Reihe von Streams Mitte März erleben. Und noch ein paar Hinweise auf Games Planet. Mittlerweile kann man dort vorbestellen Federations. Das ist die neue große Erweiterung für Stellaris. Heiß erwartet von allen Stellaris-Fans. Für diese Erweiterung biete ich euch einen Community-Gutscheincode an bei GamesPlanet. Das heißt, in der Textbeschreibung dieses Videos auf YouTube findet ihr die Infos dazu. Wenn ihr den speziellen Gutscheincode an der Kasse bei GamesPlanet beim Kauf dieses Titels angibt, verbilligt er sich. Er ist vorher schon rabattiert und verbilligt. Der Preis, der dort steht, verbilligt sich dann noch einmal um 5%. Des Weiteren gibt es solche Gutscheincodes auch für Panzer Corps 2 und für manche andere Spiele, auch für Cubifactorium. Eine Liste aller aktuellen Gutscheincodes findet ihr ebenfalls in der Textbeschreibung dieses Videos auf YouTube. Wann welches Video auf YouTube genau kommt, an welchem Tag, um wie viel Uhr, das erfahren üblicherweise immer die Leute auf Patreon. Die bekommen den genauen Sendeplan. Das ist normalerweise am Samstag. Jeden Samstag wird diesmal auch so sein, am 1. März.
und an den nächsten Samstagen. Den Link auf Patreon, da ist das schwarz-gelbe Buttonschild, blende ich euch jetzt auch mal ein. Das war's, das war die Programmübersicht. Viel Spaß in den nächsten Wochen auf YouTube und auf Twitch. Bis dann.